Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, hier eine Unterverteilung eines unserer lang ersehnten Videos. Wir werden euch auch in diesem Video sagen, warum wir hier eine vierreihige Verteilung haben und keine einreihige. Wir werden euch zeigen, wie man so eine Verteilung plant und wie man die bestückt, in welcher Reihenfolge und warum man diese so bestückt. Viel Spaß in diesem Video. Diese ganzen Produkte, die ihr hier seht, das ist ziemlich aktueller Stand der Technik. Ihr werdet auch gleich sehen, wie einfach das damit geht. Diese Produkte wurden uns auch von der Firma Wied Elektrotechnik kostenlos zur Verfügung gestellt. Die haben uns hier auch nochmal so eine Flasche dazu gegeben. Also danke an Wied Elektrotechnik. Auf deren ihren Seite bekommt ihr auch die ganzen Bauteile, die wir hier euch zeigen. Also wirklich von der Verteilung bis der Bestückung verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Da könnt ihr dann auf die Links gehen und dann könnt ihr auch die, wenn ihr die Verteilung, sag ich mal, wenn es für euch was daheim ist, könnt ihr eins zu eins die Produkte nachbestellen und auch so mit unserem Video als Anleitung, sage ich mal, aufbauen. So, dann fangen wir mal an mit der Bestückung. Wir beginnen hier mit unserem Hauptschalter, einem 63 Ampere von Hager. Diesen setzen wir hier unten einfach auf der Hutschiene auf. Ganz einfach, klipst es auch ein. Warum setzen wir ihn hier unten hin und nicht zum Beispiel hier hin? Es ist in den meisten Fällen so, dass die Zuleitung von unten in die Verteilung eingespeist wird und wir hier an dieser Stelle sofort unseren Ausschalter zur Verfügung haben. Dann als nächstes verwenden wir einen Überspannungsschutz von denen. Das machen wir nicht, damit die Verteilung voll wird, sondern es ist wirklich auch vorgeschrieben, dass man so einen Überspannungsschutz verwendet, wenn Menschenleben gefährdet sein könnten oder öffentliche Einrichtungen oder Bürogebäude. Da hier, wenn der Blitz einschlagen würde, natürlich Menschenleben gefährdet sind, verwenden wir hier unseren Überspannungsschutz. Diesen Überspannungsschutz setzen wir so nah wie möglich an unseren Hauptschalter. Das ist so vorgeschrieben von der Firma Dehn, dass die Leitungslänge die kürzeste Strecke zur Zuleitung sein soll. Wir verzichten hier auf einen Klemmstein, da wir von der Leitungslänge sehr gering zu unserem Ausschalter sind. Dann verwenden wir hier einen vierpoligen RCD. Seit diesem Jahr ist es Pflicht, RCDs in der Unterverteilung einzubauen. Das könnt ihr in der DIN VDE 0100 410 nachlesen. Darunter fallen auch Beleuchtungsstromkreise. Also es reicht nicht nur, dass ihr die Endstromkreise absichert, sondern auch die Beleuchtungsstromkreise. Diesen setzen wir hier oben ein. Dann verwenden wir hier nochmal denselben baugleichen RCD. Diesen setzen wir darüber ein, damit ihr euch nicht fragt, warum wir jetzt zwei verwenden. Oder manche sagen auch, es reicht ein RCD. Es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass die ganze Anlage ausfallsicher ist. Sollte ein RCD auslösen, dann wären alle anderen Stromkreise auch davon betroffen. Quasi eure Wohnung oder euer Gebäude ist dann im Dunkeln, sprichwörtlich. Dann zum Thema Ausfallsicherheit und Abkopplung der Stromkreise haben wir hier auch noch in Verwendung einen RCBO. Manche kennen ihn, manche vielleicht noch nicht. Das ist eigentlich nur ein LS-Schalter B16 mit einem RCD inklusive, also als ein Paket. Von denen verwenden wir insgesamt vier Stück. Warum verwenden wir jetzt vier Stück? Nicht, dass unsere Verteilung voll wird, sondern wir sagen halt, wir nehmen einen RCD für den Kühlschrank her. Das heißt, wenn jetzt eine Steckdose im Arbeitsbereich in der Küche einen Fehlerfall hat, dann soll natürlich der Kühlschrank davon nicht betroffen sein. Also der Kühlschrank soll unabhängig, soweit es geht, von allen anderen Geräten sein. Den zweiten RCBO haben wir gesagt, diesen nehmen wir halt für zum Beispiel im Gartenbereich für eine Bewässerung oder auch eine Beleuchtung. Das heißt, wenn jetzt im Garten eine Leuchte ausfällt wegen Feuchtigkeit, dann soll natürlich der Rest der Wohnung nicht betroffen sein. Deswegen nehmen wir einen einzelnen RCBO für den Gartenbereich her. Wiederum sagen wir, wir nehmen den einzelnen RCBO für den Kellerbereich her, dass wenn oben in der Wohnung irgendwas ausfällt, dass wir trotzdem im Keller unten Richtung Verteilung immer noch Licht haben und dann nicht im Dunkeln die Treppen runtergehen müssen und im Dunkeln vor unserer Verteilung stehen. Den nehmen wir jetzt einfach mal als Reserve für andere Spielereien im Dachboden, Hobbyräume des Weiteren. Dann als nächstes B16 von Hager, auch wieder Quick Connect. Das erklärt euch dann der Maxi, was es mit diesem Quick Connect auf sich hat. Ist ein super System, das es mittlerweile von Hager gibt. Macht die ganze Verdrahtungsarbeit richtig einfach und auch der Zeitaufwand minimiert sich auf ein Minimum dadurch. Diesen haben wir gesagt, nehmen wir jetzt für unseren Herd. Das sind die ganz normalen B16 von Hager auch. Die verwendet man für Steckdosen im Arbeitsbereich in der Küche, Steckdosen im Wohnzimmer. Dafür haben wir jetzt mal hier drei vorgesehen für diesen einen RCD. Dann als nächstes verwenden wir hier zwei B10-Automaten. Manche fragen sich jetzt, warum nehmt ihr jetzt hier B10 und keine B16?
Diese B10-Automaten haben wir geplant für unsere Lichtstromkreise, weil was viele nicht wissen ist, dass Schalter von den Herstellern meistens nur bis 10 Ampere freigegeben sind. Das heißt, wir haben hier extra für unsere Lichtstromkreise gleich B10-Automaten in Verwendung. Dann wären wir mit unserer unteren Reihe mit dem RCD abgesichert schon mal fertig. Dann haben wir gesagt, wir nehmen noch einen dreipoligen B16 für zum Beispiel unsere CE-Steckdose, unseren Starkstrom, wie ihn die meisten von euch kennen, für Garten, Garage, Hobbyraum. Was manche von euch vielleicht nicht wissen, ihr könnt jetzt nicht drei einzelne B16 für die Absicherung einer Starkstromsteckdose verwenden, da wenn diese einen Fehlerfall hat oder beziehungsweise das Gerät einen Fehlerfall hat, dann muss diese allpolig abschalten. Wie ihr hier sehen könnt, sind die hier miteinander verbunden. Das heißt, wenn eine Phase einen Fehler hat, schaltet diese allpolig ab. Und dann auch wieder gleich zur unteren Reihe haben wir hier wieder drei B16 für typische Steckdosenstromkreise in unserer Wohnung. Und das gleiche auch wieder mit unseren B10-Automaten für Lichtstromkreise. Der Maxi, der zeigt euch jetzt hier von der Verdrahtung über die RCDs bis hin zur Verdrahtung des Überspannungsschutzes mit Normbezug, wie ihr das Ganze dann verdrahten könnt. Also auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Video. Ich werde euch jetzt die Verdrahtung zeigen und ja, ich wollte auch nochmal sagen, wir haben uns jetzt doch entschieden, hier einen Klemmstein reinzumachen. Das ist einfach, damit wir hier schön mit der Zuleitung reingehen können und damit es auch nochmal einfacher ist jetzt hier von der Verdrahtung. Ansonsten, wir haben jetzt hier auch eine vierreihige Verteilung aus einem ganz einfachen Grund. Das ist in der DIN 18015-2 geregelt. Da heißt es, bei Mehrraumwohnungen muss es mindestens eine vierreihige Unterverteilung sein. Bei Einraumwohnungen reicht eine dreireihige Unterverteilung. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass wir hier eine Mehrraumwohnung haben. Die ganzen Produkte, die ihr hier seht von Haga, sehr hochwertiges Material für den Verteilungsbau, haben wir von Elektrovit zur Verfügung gestellt bekommen. Dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Die Produkte sind alle in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da könnt ihr gerne mal den Shop durchschauen und schauen, ob was für euch dabei ist. Und wir haben natürlich jetzt auch nochmal ein Special für euch. Die ganze Verteilung, die ihr hier seht, mit allen Automaten komplett verdrahtet, werden wir an einen von euch verlosen. Also einfach mal fleißig kommentieren in den Kommentaren, warum ihr die Verteilung haben möchtet, für was ihr sie verwenden würdet. Und ja, die genauen Teilnahmebedingungen seht ihr dann in der Videobeschreibung. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Gewinnspiel, würde ich sagen. Dann wünsche ich euch schon mal viel Glück. Jetzt geht's los mit der Verdrahtung. Als erstes fangen wir an. Also hier unten müsst ihr euch vorstellen, dass die Zuleitung reinkommt mit L1, L2, L3, N und PE. Und jetzt geht's für uns weiter. Wir haben hier unseren Hauptschalter, mit dem wir die komplette Unterverteilung stromlos schalten können. Dafür verdrahten wir jetzt unseren L1, unseren L2 und unseren L3 unten in den Hauptschalter hinein, gehen von oben dann auf den Überspannungsschutz und gehen vom Überspannungsschutz weiter zu unserer ersten Automatenreihe. Und das Ganze würde ich jetzt mal starten. Für die Verdrahtung unserer Unterverteilung verwenden wir 10 Quadrat in Schwarz und natürlich für Neutralleiter auch in Blau und den Schutzleiter in Grün-Gelb. Und hier eine spezielle Abisolierzange von der Firma Knipex. Die ist bis zu 16 Quadrat geeignet, flexibel. Würde ich auch empfehlen für Verteilungsbau, da ihr euch sonst, also damit tut ihr euch auf jeden Fall leichter. Ich kann euch das auch mal gerne vorführen hier als bei einem Beispiel. Einfach den Draht einlegen und entsprechend abisolieren. Dann habt ihr das hier perfekt abisoliert. Als nächstes geht es weiter. Da benötigen wir unsere Ader-Endhülsen, auch in 10 Quadrat. Die stülpen wir einfach über die Drähte drüber. Und dann gibt es zwei Varianten. Einmal gibt es hier so eine händische Quetschzange. Die könnt ihr gerne verwenden. Verwenden wir auch oft. Aber wenn wir hier so eine ganze Verteilung bauen, dann ist es deutlich einfacher für uns, eine automatische Quetschzange zu verwenden, wie diese hier. Ebenfalls von Knipex. Verlinken wir auch gerne in der Videobeschreibung. Die Zange kann man auch einstellen bis hier maximal 16 Quadrat. Und ja, da legt ihr einfach nur den Draht rein, quetscht es zusammen und dann habt ihr da eine super Krimpung. Ich zeige euch das jetzt auch gleich einmal. Einfach den Draht hier einlegen, zusammendrücken und fertig. Dann habt ihr hier wirklich eine ganz saubere Krimpung. Also los geht's von unserem Klemmblock zu unserem Ausschalter. So, die ersten Brücken haben wir drin. Jetzt geht es weiter von unserem Hauptschalter zum Überspannungsschutz und direkt auch zur ersten Reihe mit den Automaten. Hier verwenden wir gleich Doppelhülsen, weil wir einmal mit dem Draht reingehen und auch direkt wieder weitergehen. Die sieht so aus, sehr ähnlich zu der anderen, bloß eben für zwei Drähte.
Ist auch ganz einfach zum Installieren. Ihr nehmt einfach eure zwei Drähte, isoliert die entsprechend ab und dann steckt ihr die hier in die Hülse rein. Könnt ihr ein bisschen so drehen, schauen, dass das ganz drin ist, bis hier vorne die Drähte mehr oder weniger anstehen. Und ja, dann einfach wieder quetschen. Fertig ist die Doppelhülse. Wir können uns hier die Arbeit auch noch ein bisschen einfacher machen, indem wir mal nochmal die Reihe der FILS-Automaten herausnehmen. Dann geht es uns hier nicht im Weg um und wir haben ein bisschen mehr Platz. So, jetzt haben wir unsere Brücke vom Hauptschalter zum Überspannungsschutz und auch schon die Drähte weiter hier zu der Reihe mit unserem FILS-Schalter. Denn jetzt geht es gleich weiter mit der nächsten Brücke und zwar von unserer Reihe mit den FILS-Automaten zu unserer ersten Reihe mit dem RCD und unseren Leitungsschutzschaltern. Da legen wir den Draht einfach oben rein, führen den hier hinten durch, machen wieder eine Doppelhülse mit den entsprechenden Drähten und gehen dann unten in unseren Automaten rein. Wie man sehen kann, haben wir jetzt auch die Brücken von unseren FILS-Automaten zu unserer ersten Reihe mit den FIs und den LS-Schaltern reingelegt. Hier noch unser vierter FILS-Schalter. Der ist jetzt noch nicht verdrahtet. Da zeige ich euch jetzt auch gleich im Laufe des Videos nochmal, wieso wir uns für das Hager-Verteilungsmaterial entschieden haben und auch für die Option mit dem Quick Connect. Weiter geht es nämlich jetzt hier von unserer ersten Reihe zu unserer zweiten Reihe. Hier müssen wir wieder unsere drei Außenleiter oder unsere drei Phasen nach oben brücken. Und dann sind wir auch schon mit den Phasen fertig und es geht weiter mit Neutralleiter und Schutzleiter. Jetzt haben wir unsere Phasen komplett durchgebrückt, wirklich über Hauptschalter, Überspannungsschutz, FILS, nochmal FI und nochmal FI. Damit sind wir jetzt fertig. Jetzt geht es natürlich weiter mit unserem Neutralleiter. Diesen müssen wir ebenfalls auf dem Überspannungsschutz brücken und auch auf unsere FILS-Automaten sowie die normalen RCDs. Da gehen wir jetzt als erstes direkt von unserem Klemmstein auf unseren Überspannungsschutz. Die Brücke haben wir schon vorbereitet. Die legen wir jetzt einfach nur noch hier rein und schrauben die fest. Von unserem Klemmblock zu unserem Überspannungsschutz. So, hier haben wir jetzt auch wieder einen Vorteil von unserem Klemmblock. Da können wir hier einfach ganz normal Einzelhülsen verwenden. Und bei unserem Klemmstein, da haben wir insgesamt vier Möglichkeiten, um mit den Drähten reinzugehen. Also eine Möglichkeit wird von der Zuleitung dann blockiert und dann haben wir noch drei weitere Abgangsmöglichkeiten. Eine jetzt für den Überspannungsschutz und dann gehen wir hier mit dem zweiten zu unserem FI und brücken diese dann durch. So, jetzt haben wir unseren Neutralleiter auch einmal komplett durchgebrückt, vom Klemmblock unten zum Überspannungsschutz, vom Klemmblock zur Reihe mit den FILS-Automaten, zu unserem ersten FI nach oben und hier nochmal zu unserem zweiten FI nach oben. Wichtig ist allerdings jetzt noch, wir müssen von unserem FI Nummer 1 auch eine Brücke machen zu unserem Neutralleiter Klemmblock Nummer 1 und das gleiche auch hier vom FI 2 zum Neutralleiter Klemmblock Nummer 2. Das machen wir jetzt als nächstes. Die Brücken haben wir hier schon vorbereitet. Also jetzt brauchen wir noch einmal die Schutzleiterbrücke von unserem Klemmblock zu unserem Überspannungsschutz und eine weitere Brücke von unserem Klemmblock oben zu unserem Schutzleiter-Klemmblock, auf dem wir später unsere Abgänge auflegen können. Jetzt müssen wir natürlich den Ausgang von unserem FI-Schutzschalter auf die einzelnen Automaten brücken. Das hat man ganz früher einfach mit Drahtbrücken gemacht. Das ist wirklich aber ein Heidenaufwand gewesen. Da musste man natürlich von L1 auf L1 und wieder Brücke, Brücke, Brücke. Da wurde hier sehr viel Platz benötigt und es hat sehr lange gedauert. Dann gibt es noch natürlich normale Phasenschienen.
Jetzt hier zum Beispiel von ABB. Die werden dann reingesteckt und da muss man wirklich an jeder einzelnen Stelle auch die festschrauben. Wir haben uns jetzt allerdings für das Quick Connect System von Haga entschieden. Das kann ich euch auch gerne mal zeigen, wieso. Da haben wir hier die passende Phasenschiene. Ist auch hier schön beschriftet, L1, L2, L3. Der Neutralleiter ist freigelassen, denn den haben wir ja bereits mit unserem Draht nach oben gebrückt. Und jetzt geht es wieder weiter hier. L1, L2, L3, L1, L2, L3, L1, L2. Das hat natürlich auch den Hintergrund, damit hier die Last entsprechend aufgeteilt wird, dass hier nicht alle Automaten auf dem L1 hängen oder L2. Und die Besonderheit an dieser Schiene ist natürlich, dass wir hier nichts schrauben müssen. Wir nehmen einfach die Schiene, setzen die hier unten ein, drücken die rein. Dafür braucht es schon ein bisschen Kraft, man muss ein bisschen nackeln. Aber wenn die dann hier drin sitzt, sitzt sie perfekt fest drin und wir müssen hier nichts mehr schrauben. Ist natürlich auch, was die Wartung angeht, sehr vorteilhaft, da wir hier nicht jedes Jahr ran müssen und die Schrauben nachziehen müssen, sondern die ist einmal drin und hält. Also das ist wirklich ein super System, sehr einfach zu installieren, geht sehr schnell. Das kann ich nur empfehlen. Und es ist auch möglich, einzelne Automaten hier wieder rauszunehmen, ohne die ganze Schiene zu demontieren. Das kann ich euch auch einmal vorführen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen hier diesen Automaten rausnehmen, müssen wir unten einhaken, die Klammer etwas lösen und dann können wir den einfach nach oben rausnehmen. Also falls da mal ein Automat defekt ist, ist das gar kein Problem. Wir müssen hier nicht alles abschalten. Wir können wirklich einzelne Automaten rausnehmen und auch wieder einsetzen. Das geht auch ganz einfach. Einfach hier wieder draufschieben, reinklipsen und unten wieder einrasten. Und schon haben wir das ausgetauscht. Das war jetzt die Phasenschiene für unseren ersten FI-Automaten. Die gleiche Phasenschiene haben wir nochmal bei unserem zweiten FI-Automaten. Wieder L1 bis L3, Neutralleiter freigelassen, da wir diesen ja hier auf unseren N-Klemmblock gebrückt haben. Und dann wieder L1, L2, L3 und so weiter. Die wieder hier einfach einsetzen, reindrücken, schön mittig reinschieben, fertig. Jetzt hier unten haben wir nochmal eine Besonderheit, da wir ja hier unsere FILS-Automaten haben. Da haben wir immer L1N, L2N, L3N und das wollen wir auch entsprechend weiterbrücken. Dafür gibt es auch eine spezielle Phasenschiene, die genau diesen Anschluss hier vorgesehen hat. L1N, L2N, L3N. Und hier auch wieder genau das Gleiche. Einfach hier unten nehmen und einklipsen. Das ist wirklich perfekt. So können wir es natürlich nicht lassen, da hier der Berührungsschutz nicht gegeben ist und wenn hier Spannung drauf ist, dann würden wir hier einen ordentlichen Stromschlag kriegen und es würde Lebensgefahr bestehen. Dafür haben wir aber hier nochmal spezielle Abdeckkappen, die können wir hier drauf stecken und dann ist hier auch der Berührungsschutz gegeben, kann sozusagen nichts mehr passieren. Einen weiteren Vorteil, den ich euch hier nochmal zeigen möchte bei den Haga-Automaten, ist auch die Beschriftung. Und klar, oft wird es dann hier mit irgendwelchen Beschriftungsbändern einfach draufgeklebt und sieht unsauber aus. Hier haben wir den Vorteil, dass wir hier die einzelnen Plastikkappen haben, die wir aufmachen können. Dann lässt sich am PC, können wir die Beschriftung ausdrucken, ausschneiden und dann können wir die hier einfach nur reinlegen, machen die Plastikklappen wieder nach oben und dann sind unsere Automaten hier komplett sauber beschriftet. Jeder kann es lesen und in Kombination mit unserem Stromlaufplan und unserer Verteilerlegende ist es dann auch sehr gut zuordnenbar. Mit der Verdrahtung unserer Verteilung sind wir jetzt soweit fertig. Für die Verteiler besteht natürlich auch eine Dokumentationspflicht. Der Dokumentationspflicht wollen wir als Elektromeister natürlich auch nachkommen. Deswegen haben wir uns hier auch einen schönen Schaltplan gezeichnet. Den möchte ich euch jetzt mal zeigen. Wir werden den euch auch in der Videobeschreibung zum Download zur Verfügung stellen. Dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe anschauen. Wir können das auch jetzt einmal schnell durchgehen. Also wir sehen hier unsere Zuleitung, wir sehen unseren 63 Ampere Hauptschalter, wir sehen unseren Überspannungsschutz und dann sehen wir unsere FILS-Automaten, also genau wie in der Verteilung. Dann haben wir hier die zweite Seite. Dort sehen wir unseren Q2, genau wie hier zu sehen, Q2. Dann mit 2F1, 2F2, 2F3, 4, 5, 6 ist alles hier schön dokumentiert. Auf der dritten Seite sehen wir dann noch unseren Q1, wie ihr oben sehen könnt, 40 Ampere, 30 mA. Genau der FI, den ihr auch hier sehen könnt, mit den zugehörigen Sicherungen, wieder dreipoliger B16 und dann einpolige B16 Automaten und am Ende die B10 Automaten. So, und auf der letzten Seite haben wir auch nochmal so einen Übersichtsplan, wo ihr den Aufbau der Verteilung seht. Also das gehört für uns auch zu einer sauberen Verteilung dazu. Jetzt sind wir auch schon am Ende von dem Video. Wir möchten euch nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Um teilzunehmen, kommentiert auf jeden Fall mal, wieso ihr die Verteilung gewinnen möchtet, was ihr damit machen würdet. Abonniert unseren Kanal, lasst ein Like da
Und ja, ansonsten werden wir demnächst auch noch mal ein Video machen, in dem wir euch zeigen, wie man hier auch dann die einzelnen Abgänge anschließt. Und ja, das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Deswegen, wie gesagt, ein Abo würde nicht schaden. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet was lernen. Bei Fragen oder Anregungen schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden das dann zeitnah beantworten. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Danke. Ciao.